Für die nächste Quest muss ich erfolgreich ein Turnier abschließen. Werde ich es schaffen? Das erfahrt ihr jetzt. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Equestrian. So, die nächste Quest besagt, dass wir zwei Schleifen im Turnier Through the River and Over the Bridge mindestens erreichen müssen. Das ist das hier, Level 11. Oh mein Gott. Davor sind eigentlich noch ein paar andere, möchte ich jetzt mal so behaupten. 15 Sekunden? Okay. Das sind alles Cross-Country-Events. Ich möchte, glaube ich, ganz gerne zuerst die anderen Cross-Country-Turniere hier abschließen, bevor ich... Oh! Ja gut. Bevor ich mich dieser Aufgabe stelle. Ich bin ja hier, also... Ganz ehrlich, ich bin nicht unbedingt der ordentlichste Mensch, muss ich ja zugeben. Aber bei sowas hier, also ein bisschen Ordnung muss schon sein, ne? Also so eine gewisse Reihenfolge möchte ich da schon ganz gerne einhalten. Oh mein Gott, das sieht richtig cool aus. Ja, auch das hier ist ein Parcours. Oh schade, nur 97. Den bin ich noch nie geritten. Den bin ich noch nie geritten. Oh, das ist aber ein tiefer Sprung. Da freuen sich die Gelenke jetzt nicht unbedingt. Ich finde das cool. Ich finde das cool, dass ich jetzt endlich auch mal ganz neue Sachen sehe, die ich halt auf dem Tablet noch nicht so gespielt habe. Und das zeigt mir auch erstmal, wie wenig ich eigentlich am Tablet gemacht habe, weil es mich da einfach... Oh, verflixt. Ah, das war blöd. Wisst ihr, es ist einfach so, auf dem Tablet... Ich weiß nicht. Ich kann mich da einfach mit solchen Spielen nicht so richtig anfreuen. Es ist mir jetzt am PC einfach deutlich lieber. Oh, Geschwindigkeit ist auf Level 10 von Winnie. Sehr cool. Ja, ich bin auch immer noch am Überlegen, ob ich nicht das Pferd noch umbenenne. Ich weiß es noch nicht genau. So. Das hier ist, ja, geht eigentlich auch von der Zeit her. Also wie gesagt, wir halten jetzt die Reihenfolge ein. Machen wir heute mal einen Cross-Country-Tag hier. Habt ihr eigentlich einen Favoriten, was ihr in diesem Spiel lieber reitet? Lieber Cross-Country? Oder seid ihr lieber im Springparcours unterwegs? Ich muss ja ehrlich sagen, ich bin normalerweise, bin ich ja jemand, ich... Oh, das hat jetzt sehr geleckt. Oh, hier kriegen wir viel Ausdauer zurück. Ich liebe ja normalerweise immer das Springreiten. Ich bin immer eher für Springreiten zu haben. Als für alles andere. Beziehungsweise gucke ich mir im Fernsehen auch sehr, sehr gerne wirklich den Geländetag in der Vielseitigkeit an. Ach, guck mal, wie schön das hier aussieht. Wo muss ich... Ah, da hinten muss ich lang. Okay. Schwimm schneller, mein Seepferdchen. Oha, da habe ich jetzt, glaube ich, Zeit verloren. Also ich gucke mir das auch sehr, sehr gerne an, aber so in Spielen... Also immer das Springreiten. Aber hier ist es, glaube ich, bei mir so, dass ich doch das Gelände bevorzuge, weil es einfach abwechslungsreicher ist. Es sind zwar auch die längeren Parcours, ja, da habe ich sehr viel Zeit verloren. 2 Sekunden unter der erlaubten Zeit. Das ist natürlich doof. Aber es macht mir hier einfach mehr Spaß, muss ich sagen. Ich mag die Parcours hier beim Springreiten nicht so gerne. So, jetzt haben wir hier ein ganz, ganz kurzes. Oh, your stats are below the recommended for this event. It will be more difficult until you level up your stats. Do you want to continue? Oh, jetzt jetzt ist Winnie langsam zu lang, langsam zu langsam. Jetzt muss ich mich hier mal ein bisschen reinhängen. Ah, deswegen ist das so eine kurze Zeit. Das ist ja verarsche. Wir kriegen jedes Mal, wenn wir wirklich ein Hindernis perfekt überspringen, kriegen wir 5 Sekunden gut geschrieben. Ja, okay, gut. Spannend. Hatten wir sowas schon mal? Also wir sind nicht innerhalb von 15 Sekunden, wir sind bei 16. Aber wir haben die goldene Schleife geschafft. Und das, obwohl Winnie eigentlich drunter ist. Und guck mal, wie viele Erfahrungspunkte oder wie viele Punkte das dann halt eben bringt in den Werten hier. Also das ist schon gut. Das ist schon sehr, sehr gut. Und damit haben wir jetzt auch die Cross-Country-Practice abgeschlossen. Und jetzt steht das Turnier hier an.
reicht auch die Geschwindigkeit eigentlich nicht dafür. Aber wir gucken einfach mal, was passiert. Ich meine, mehr als schief gehen kann es nicht. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, ob wir hier irgendwie was, ja, irgendwelche besonderen Merkmale haben bei dem Turnier. Nee, scheinbar nicht. Ich krieg zumindest nichts zurück. Übrigens, ich weiß es nicht, ob ihr das seht. Es könnte sein, dass mein Gesicht die ganze Zeit hell und dunkel flackert in der Cam. Das liegt daran, dass mein Monitor die ganze Zeit hell und dunkel flackert. Also ich hoffe, dass sich weder Monitor noch Grafikkarte in der nächsten Zeit verabschieden. Grafikkarte muss eh nächstes Jahr definitiv eine neue her, aber ja. Ich hoffe halt immer noch darauf, dass sie ein bisschen günstiger werden. Das wäre schon eine schöne Sache. Der Monitor ist auch schon in die Jahre gekommen. Also sowohl der Monitor als auch die Grafikkarte, die ich jetzt drin habe, dürften 6 Jahre alt sein. Weil ich habe mir die Grafikkarte, habe ich mir nach dem Monitor gekauft. Meine ich zumindest. Ich glaube den... Oh nein! Stay too straight, too far from the track. Ah, verdammt. Komm, retry. Ja, also ich habe das... Ich meine, ich habe damals die Grafikkarte nach dem Monitor gekauft. So ein halbes Jahr ungefähr. Der Monitor konnte halt die ganze Zeit schon 4K, aber meine vorherige Grafikkarte war dafür halt noch zu schwach. Und dann habe ich mir die Grafikkarte damals vorbestellt. Und Leute, es ist einfach heftig. Ich habe damals, also es war damals auch schon sehr, sehr viel Geld für eine Grafikkarte. Aber es war halt das Flaggschiff. Es war die stärkste Grafikkarte, die Nvidia zu diesem Zeitpunkt rausgebracht hat. Und wenn ich mir jetzt überlege, was ich damals für die stärkste Grafikkarte bezahlt habe, dann muss ich, wenn ich jetzt die stärkste Grafikkarte haben möchte, muss ich einen Tausender drauflegen. Das ist schon krank, was das für preisliche Entwicklungen genommen hat alles, finde ich schon heftig. Ich meine, ja, natürlich, es ist halt immer die Frage, brauche ich auch das Flaggschiff? Bei mir ist es ja tatsächlich Arbeitsmaterial. Also ich muss schon schauen, dass ich gute Sachen habe. Aber ich finde es halt trotzdem frech. Also eigentlich möchte ich Nvidia gar nicht mehr unterstützen bei diesem ganzen Preiswahnsinn. Aber, hat mein Monitor Nvidia G-Sync. Funktioniert halt nicht mit AMD-Grafikkarten. Und B, hat halt Nvidia leider das Monopol auf ATX. Das heißt, auf diese krassen Spiegelungen. Mit denen zum Beispiel auch das Minecraft über Windows aussieht, als ob ein Shader drauf wäre, ohne dass ein Shader drauf ist. Das geht einfach mit ATX. Das kann ich halt mit AMD nicht machen. Oh Gott, jetzt haben wir hier technische Themen in einem Pferdevideo. Ich hoffe, ihr seid nicht gelangweilt. I better go say hi to Harry. Apparently he's working in the area today. The area. Soll Harry Hallo sagen? Warum soll ich Harry Hallo sagen? Weil ich das Turnier jetzt abgeschlossen habe oder was? Talk to Harry. Ah. Okay. Kriegen wir einen Sattel als Reward, habe ich gerade gesehen. Okay, gut. Ja, also wir sind momentan bei 30% Fortschritt der Story, die es momentan gibt im Spiel. Hier kommen ja auch immer mal wieder Updates rein. Guck mal, da war auch gerade wieder so ein Araber, der nicht in dieser Vorschau ist. Schade, jetzt ist sie weg, aber ihr habt den gesehen. Ihr wisst, welchen ich meine. Und da frage ich mich halt immer noch, wie ich die bekomme. Wir können jetzt auch demnächst, können wir auch nochmal eine Folge machen mit Key Openings, wenn ihr möchtet. Oh no, exhausted. Wir haben 3 Punkte Bonding, von der Verbindung zwischen Winnie und mir verloren, weil ich nicht darauf geachtet habe, dass Winnie müde ist. Das ist natürlich, cool, da sind die 3 Punkte wieder. Aber das macht man natürlich auch nicht. Das ist nicht nett von mir. Da ist wieder Rettich. Oder cool. Oder was auch immer. Oh, keine Angst. Das ist ein Fuchsi. Oh, welcome to Redwood Forest. Oh, hier bin ich noch gar nicht gewesen, Leute.
Ich liebe es. Das sieht richtig hübsch aus. Oh, das ist echt toll hier. Richtig schön. Hallo, Harry. Hi, Nova Precious. I'm so glad you're here. Hallo, Nova. Ich bin froh, dass du da bist. Is everything all right? You look troubled. Ist alles okay? Du siehst, als ob du in Schwierigkeiten wärst. I ran into some trouble while collecting some horseshoes from my supplier. We were going to quite a pace when my horse's own horseshoe came off, causing me to drop and scatter the shoes along the way. Do you think you could help me find them? Ja, ich bin in Schwierigkeiten geraten, während ich Hufeisen für meinen Supplier, ist das der Händler? Ja, irgendwie für den Händler gesammelt habe. Wir waren eigentlich ganz gut in der Zeit, als mein eigenes Pferd sein Hufeisen verloren hat und ja, hier am Wegrand verloren hat. Glaubst du, du kannst mir helfen, sie zu finden? Harry to help. I'll go look to see if I can find Andy. Happy to help, nicht Harry to help. Ich bin froh, wenn ich dir helfen kann. Ich gucke mich mal um und gucke, ob ich welche finde. Okay, da hinten ist auf jeden Fall eine Markierung. Oh, das ist ja ein hübsches Tier. Du bist ja hübsch, Luna. Oh, die ist ja richtig schön. Oh, da ist sie weg. Hä, da stand doch gerade eben Collect Horseshoe. Hier. Ach, da! Oh mein Gott. Die sieht man aber schlecht. Okay, nur hier. Ist das nur hier unten? Oh, warte mal. Da hinten. Da glänzt auch noch was. Da ist auch noch was. Vier Stück. Ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, wie viel ich sammeln muss. Aber da steht's ja. Okay, 3 von 4 haben wir. Hier bin ich schon wieder aus dem Gebiet raus, wo ich welche finden kann. Hier hinten auch. Oh, die rosa Blümchen, die sind auch voll süß. Also das ist echt ein schönes Gebiet. Also hier sehe ich jetzt gerade keine mehr. Ist das doch hier irgendwo noch? Ah, ich glaube da oben. Ich glaube, da können auch noch welche sein. Wie auch immer die da hochgekommen sind. Wahrscheinlich geflogen. Die Begründung dafür ist, dass Harry ja gesagt hat, er war gut in der Zeit. Das heißt, sie waren so schnell unterwegs, dass das Hufeisen... Oh, Berries. Dass das Hufeisen einfach schlichtweg in hohem Bogen weggeflogen ist, als sie sich das losgetreten hat. Oh, die Musik. Da hinten ist die Wüste. Aber ich finde gerade... gerade das letzte Hufeisen nicht. Tja, die anderen waren recht offensichtlich, aber das hier finde ich jetzt gerade echt nicht. Na gut, dann würde ich vielleicht einfach mal sagen, dass wir da beim nächsten Mal weiter nachsuchen. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich bin gespannt, was ihr zu diesem Gebiet hier sagt. Und dann macht's gut. Bis dahin. Tschüss.